Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren, teilen, weiterleiten und so. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Grid Autosport. Und zwar fahren wir heute mal wieder Langstrecken. Und zwar mit unserem Audi R8. Und zwar auf dem Mount Panorama Kurs. Und zwar habe ich einen einzelnen Fahrer gefunden, der mit mir fährt. Gegen die ganze KI. Aber ich glaube, das sollte für euch schon in Ordnung sein. Ich will wieder mal Langstrecken fahren. Und das war der einzige Server. Und weil ich mal ein bisschen mit dem R8 fahren will. Weil das Auto so geil ist. Ist es jetzt ein Rennen oder ist es jetzt Zeitfahren? Obwohl, das sieht recht getunt aus. Shit. Wow, wir können hier aber ein bisschen was investieren. Das habe ich jetzt zwar schon gemacht. Hui. Zeitfahren. Nee, es ist Zeitfahren. Also ich habe eben nur gelesen, Rennen irgendwie und so und dann... Ja, war ich ein bisschen verwirrt. Ich starte von zu hinten aus. Das ist ein bisschen scheiße. Denn dann muss ich die ganze KI immer überholen. Ich glaube, ich werde das schon hinkriegen irgendwie. Boah, in den letzten Folgen war ich ein bisschen chaotisch, glaube ich, wenn ich mich richtig daran erinnere. Mit dem Bug, den man ja recht oft hat. Aber mal schauen, wie es heute wird. Ich bin recht müde. Ich habe heute bis 12 Uhr geschlafen. Jetzt ist 3:30. Warteposition 11. Okay. Mal schauen, wie sein Audi aussieht. Warte. Jetzt kommt er. Wow. Böse, sehr böse. Ich glaube, der wird das gewinnen. Ja, die Audi ist natürlich sehr hoch und die BMW, McLaren und Mercedes sehr tief. So, Scheibenwischer, die waren noch nötig, dass man auch alles sieht. Wow, der hat die Traktionskontrolle aus und ABS. Okay, da muss ich mich jetzt mal schnell einstellen. Aber automatisches Schalten. Zum Glück noch. Immerhin etwas. Wow. Ah, die sind durchsichtig. Das ist natürlich noch besser. Dann behindern die einen nicht. Wow. Ja, okay, das habe ich jetzt völlig vergessen, dass man hier natürlich jetzt aufpassen muss mit dem Beschleunigen. So. Mount Panorama. Eine Strecke, die man von einem Handy-Game auch kennt, von Real Racing. Die Leute, die das auch schon gespielt haben. Und ich glaube, bei Grid 2 war die Strecke noch nicht dabei. Ich weiß es aber nicht. Ich will da nichts Falsches sagen. Wow. Also ich kenne die Strecke schon. Nichts Neues für mich. So, jetzt mal schauen. Top Speed. Was der so hinkriegt. Wow. 57. Das werde ich eh nie schaffen in dieser Runde. So, 300 hier. Ich bin ja schon 6 Sekunden langsamer. Yay. Wow, das war gut gefahren, sehr gut. Und die KI übernimmt momentan die Führung mit Rodrigo Gomez. Mal schauen, wo ich jetzt bin. Mit 6 Sekunden wahrscheinlich letzter. 7. Yay. Ja, aber sind dann noch nicht alle durchs Ziel. Nein. Scheiße. Oh, nee. Ja, das Wort musste jetzt nochmal schnell fallen. Für die, die es gehört haben. Oh Mann.
Oh, das wird super. Ja, egal. So, dafür haben wir uns hier nicht gedreht. Yay. Ich muss sagen, ich finde dieser Audi, das ist so ein geiles Auto. Ich bin ja sehr großer Audi-Fan. Deshalb versuche ich immer, wenn es geht, Audi zu fahren. In solchen Spielen. Auch wenn sie nicht das beste Auto sind. So, aber das wird es sicherlich ein bisschen eine Verbesserung geben. Jetzt Windschatten nehmen. 5. Yay. So, ich habe noch 60 Sekunden Zeit. Wow. Ja, es reicht natürlich 100 Pro nicht. Ah. Scheiße, bin ich schlecht, ey. Oh. Ja, okay, das war jetzt ein Griff ins Leere. Egal. Wey. Ja, okay, komm. Diesen Event jetzt abhaken und weiter geht's. Zweites Event. Und zwar die Strecke von oder von wo? Wir fahren auf dem Circuit of the... auf dem Red Bull Ring. Okay, auf der GP-Strecke. Und jetzt müssen wir diesen 7. Platz wegmachen. Scheiße. Aber ich glaube, das wird schon gut kommen. Hoffentlich. Und ich glaube, es wird für heute die letzte Folge sein für mich zum Aufnehmen. Dann werde ich nachher noch ein bisschen offline spielen. Also off... Ich sage immer offline. Ich meine off-air spielen. Air. Ja. Oder ich werde, glaube ich, gar nicht mehr spielen. So, komm schon. 96%, das wird reichen. Und wieder nur 2 Runden Zeit. Und wieder mal von so weit hinten. So, jetzt hoffen wir, dass wir den 2. Platz einfahren können. So, der Javier Medina geht als erster auf die Strecke vor Aaron Wesley, Zach Lame, Levin Gavardini, Jimmy Estrada, Lucas Kelly, Austin Ramirez, AK 1504, Nikolaus Zabo, ich, Astriza, Sophie Müller und Rodrigo Gomez. Warte, Position 9. Wow. BMW. BMW. Boah, SLS. BMW. Audi. Das höre ich einfach. Wow. So, jetzt bin ich auf der Strecke unterwegs. Nochmal die Scheibenwischer. Das ist wichtig. Nein. Na, ich muss mich einfach daran gewöhnen jetzt, dass ich nicht einfach Vollgas rausbeschleunigen kann, weil ich ja keine Traktionskontrolle habe. Was eigentlich ein bisschen scheiße ist. Ich meine, das ABS, das geht ja noch. Das brauche ich nicht so dringend. Aber die Traktionskontrolle, das wäre echt schön, wenn man das hat, wenn man das hätte.
Auto recht schwammig. So. Da ist der Aaron Wesley schon auf die Ziellinie. So, da habe ich ein bisschen gecuttet, aber nur ein bisschen. Ja! Nein! Hat nicht gereicht, scheiße. So, wir warten da schneller, der Aaron Wesley. Aber nur 600stel. Die muss ich jetzt gut machen in dieser Runde. So, so schon 4 Zehntel schneller. Nikolaus Zabo. Zabo. Lustiger Name. So. Jetzt 1,2 Sekunden. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Aaron West, der hat seine Runde verbessert. Zach Lame auch an mir vorbei. So, das war aber gut. Das war gut. Nein. Jawohl! Und was eine Runde. 1 Sekunde schneller. Haha. Das war ganz stark gefahren. Ja, aber ich habe mich auch wohl gefühlt dieses Mal, nicht im Gegensatz zum letzten Mal. Das war ja gar nichts. So, ui. Endlich wieder ein Sieg. Muss auch sein in dieser Folge. Aber wir sehen schon, die Audis sind nicht so die schnellsten. Und da, das ist immer diese Bonus, die es gibt. Und auch hier 2500 EPs. Und das gibt gut 18.600 Credits. Und wir gehen jetzt in den letzten Event. Ich wollte schon ins letzte Rennen sagen. Und zwar auf dem Hockenheimring auf meiner Heimstrecke. Nee. Also es ist sicherlich eine meiner Strecken, die ich sehr gerne fahre. Ich glaube, jetzt ist wieder dieser Bug da. Weil ich sehe die KI nicht. Aber wir werden es dennoch zu Ende fahren. Mal schauen, was draus wird. Einfach go. Obwohl ich starte von 8. Das verstehe ich jetzt nicht. So, mal schauen, was jetzt aus diesem Rennen noch wird. Ich hoffe, ich bekomme da meine EPs und meine Credits und all das Zeugs. Und jetzt kommt einfach niemand. Es kommt einfach niemand. So geil. Also dieser Bug, den muss man so schnell wie möglich beheben. Weil das geht gar nicht. So, jetzt geht's los für uns. Auf dem guten Hockenheimring. Ohne Traktionskontrolle und ohne ABS. Aber das wäre automatisches Schalten. So, 42,4. Weiß nicht, ob das schnell oder langsam ist. Wow. Ja, okay, war gar nicht, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hier Vollgas. Dieser Rechtsknick.
Nein! So, gut abgefangen, wo ich das sehr viel Zeit liegen gelassen habe. Wow. Also jetzt ist es wie auf Eiern. So, das war gut. 34,2. Nein. Ah, das gibt kein Abkürzen, zum Glück. Und er ist schneller. Scheiße. Aber nur wegen diesem Fehler vorhin. Wo ich die Traktion verloren habe. 22,4 im letzten Umlauf. Und jetzt 22,6. Aber dennoch 6 Zehntel schneller als der gute Kumpel da hinten. So, das war auch besser. Schauen, wie viel Vorsprung wir jetzt haben. 1,5. Jetzt diesen Fehler hier nicht mehr machen. So, das war viel besser. Nee, das war nicht viel besser, das war besser. Schon wieder, das gibt's doch nicht. Ja, das wird jetzt nochmal knapp, aber... Weil ich glaube ja... Oh, scheiße. Ja, okay, komm. Ja, scheiße, falsche Taste. Hui. Oh, scheiße. Ja, okay, das war jetzt scheiße. Yay. Ja, okay. Scheiße. Mal schauen, ob es jetzt weitergeht. Ich glaube, es ist wieder dieser Bug. Ja, ich nehme es an. ich will, dass die nichts dagegen machen. Ja, egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren. Teilt es auf Facebook, auf Twitter und auf irgendwelchen sonstigen sozialen Netzwerken. Ihr könnt mich auf Instagram. Könnt ihr mir folgen. Und ja, ich bedanke mich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, der Grüße HD spielt Great Autosport. Auf Wiedersehen.